Achtung, willkommen im Early Access von City Transport Simulator Tram. Bitte beachte, dass sich das Spiel derzeit in einer aktiven Entwicklung befindet. Nicht alle Funktionen sind vollständig und es kann sein, dass du beim Spielen auf Bugs, Abstürze, erhebliche Leistungsprobleme oder unvollständige Inhalte stößt. Bitte bedenke auch, dass Updates gelegentlich den Start eines neuen Spiels erfordern oder sich auf deine bestehenden Speicherdateien auswirken können. Deine Teilnahme am Early Access ist eine wertvolle Gelegenheit, die Zukunft von City Transport Simulator Tram mitzugestalten. Wir möchten dich ermutigen, deine Gedanken, Vorschläge und alle Probleme, die dir begegnen, in unseren Community-Foren und anderen Kanälen zu teilen. Dein Feedback ist uns wichtig, denn wir wollen das bestmögliche Spielerlebnis schaffen. City Transport Simulator Tram bietet den Spielerinnen und Spielern die Möglichkeit, in die Rolle eines Fahrers des öffentlichen Nahverkehrs zu schlüpfen und die Herausforderungen in einer realistischen und fesselnden Spielverlauf zu erleben. Wir möchten jedoch betonen, dass diese Simulation nicht der Realität entspricht. Unter keinen Umständen dürfen Handlungen oder Szenen aus dieser Simulation in realen Situationen nachgestellt werden, in denen Fahrzeuge oder Einrichtungen von Verkehrsunternehmen involviert sind. Bevor du mit der Simulation beginnst, musst du zur Kenntnis nehmen, dass die in dieser Simulation dargestellten realen Szenarien nicht nachgestellt werden dürfen. Es ist wichtig, dass du dich zu deiner eigenen Sicherheit an die Sicherheitsvorschriften und Richtlinien der Transportunternehmen hältst. Drück eine beliebige Taste zum Bestätigen dieser Anweisung, dass ich gelesen habe und verstanden habe. Ja, wunderbar. So, und damit herzlich willkommen, liebe Leute, City Transport Simulator Tram. Kein bisschen schon, was wir hier machen sollen. Es ist im Early Access. Also erstmal heiße ich hier wie immer Jonas Bauer sein. Mit Tippfehler. Was habe ich denn hier für eine Auflösung drin? Aber hier sie ist. Ich finde schon doof. Ich habe schon keinen Charakter, der mir gefällt dazwischen. Dann nehmen wir den. Hätte ich nicht irgendwas anderes anklicken sollen? Ich weiß es nicht. Im Jahre 1142 wurde Tramau als kleine Siedlung am Weidensee erstmals urkundlich erwähnt und damit der Grundstein für seine bewegte Geschichte gelegt. Also wir haben hier wohl eine virtuelle, also eine fiktive Ortschaft. Ich bin mal gespannt. Wir uns hier einlassen. Willkommen in Tramau, einer Stadt mit einer langen Geschichte im Süden Deutschlands. Erstmals erwähnt im 12. Jahrhundert ist Tramau heute ein lebendiges Zentrum voller Kultur und Handel. Wir waren sogar eine der ersten Städte in Europa mit elektrischen Straßenbahnen. Aber leider ist unser Straßenbahnnetz nicht das, was es mal war und wurde eine Weile nicht mehr gut gepflegt. Und genau deshalb hat unser Bürgermeister viel investiert und will die beliebtesten Straßenbahnen aus ganz Europa importieren, um Tramaus Netz wieder auf Vordermann zu bringen und mehr Besucher anzulocken. Aber dafür brauchen wir auch neues Personal, womit du ins Spiel kommst. Deine Aufgabe wird es sein, Straßenbahnen aus ganz Europa zu fahren, während du Fahrpläne und Verkehrsregeln einhältst. Mit jeder Fahrt sammelst du Erfahrung, um nicht nur neue Linien zu erstellen, sondern auch die Zufriedenheit unserer Passagiere zu erhöhen und unseren Straßenbahnbetrieb erfolgreicher zu machen. Steige im Straßenbahnbetrieb auf und befahre ein von dir entworfenes und effizientes Straßenbahnnetz. Aber bevor du loslegen kannst, musst du erst deine Straßenbahnfahrprüfung bestehen. Also, steig ein und mach dich bereit für deine erste Fahrt durch Tramau. Viel Glück! Yay! Die Grundidee finde ich schon mal gut. Irgendwie leckt alles ein bisschen. Das finde ich nicht so gut. Boah. Also, ein bisschen ist gar kein Ausdruck. Wir haben die Bild-Zeitung. Boah, erstmal gucken. Können wir hier irgendwo Einstellungen machen? So, Option. Ich gehe davon aus, es sind die gleichen Grafikeinstellungen wie bei Trains in World. Also, Auflösung. Wieso habe ich hier so eine niedrige... Wollt ihr mich veräppeln?
Vorsynchronisierung ein. Verblindetsmus, Verblindetstärke. Wollt ihr mich veräppeln? Hat aber keinen Einfluss auf die niedrige Auflösung, können die Bildrate deutlich erhöhen. Das ist niedrig, Schatten, Mittel, Anti-Analysing aus. Wollt ihr mich jetzt gerade vollkommen hops nehmen? Bewegungsunschärfe. Erstmal die Kacke raus. Änderung anwenden. So. Das Wichtigste. Erstmal den vor mir raus. Ja, bestätigen. Theoretisch dürfte es jetzt sogar nicht mal mehr ruckeln, weil die... Ihr wollt mich doch veräppeln. Wieso kann ich den eigentlich nicht auf HD setzen? So, theoretisch müsste das Laggen schon weg sein. Also das Laggen ist weg. Die Auflösung ist kacke. Okay. Wir sind ja im Early Access. Das ist ja alles gut und schön. Also Grafikeinstellungen. Alles andere auf Ultra. Gibt es keine Vorwahl. Automatisch. Wie automatisch? Niedrig. Haben wir nicht Ultra? 3D-Auflösung. Vollgas. Geht da noch. So, ich sag, das geht flüssig. Und haben wir so viel Ultra? Nö. Sichtweite, nah, weit, Texturen hoch. Das muss ja alles gehen. Also, das kann alles hoch, hoch, hoch. Nachbearbeitung, keine Ahnung. Bewegungs- und Schärfe brauchen wir nicht. Sichtweite KI-Autos. So. Anlegen. Sehr schön. Ich sag, das geht. Und es läuft flüssig, auf höchsten Einstellungen. Oh, die Grafik macht aber einen netten Eindruck. So, ne? Ich meine, gut, die Auflösung, da müssen wir nochmal gucken. Dass wir das in der nächsten Folge vielleicht besser hinkriegen. Okay, Sichtweite, ne? Guck mal an. Die Sichtweite ist ein Ticken zu hoch. Aber, ich weiß nicht, wie laut mein PC normalerweise ist. Dafür ist er eigentlich zu leise. Also müssen wir echt ein bisschen was an den Einstellungen machen. Gut. Grafik. Ich verstehe auch nicht, warum ich hier die Auflösung so bescheiden habe. Mach die mal einmal aus. Vielleicht bringt das ja schon was. Ist es besser? Es ist besser, ne? Wir machen das jetzt einfach. Komm. Hinsetzen. Hey. Ach, so gedrückt halten. Geht mir schon auf den Sack, warum wir hier nicht Taste E? So, ich hätte jetzt erstmal grundsätzlich hätte man da schon die Steuerung von Trains in World rannehmen müssen. Das würde wirklich viel weiter, vieles erleichtern. Sieh die Straße mal von innen an. Drücke F2, um zur Fahrgastansicht zu wechseln. Ja. Sieht ganz nett aus. Boah, die Vögel sind sehr laut dafür, dass wir in einer Straßenbahn sitzen, die, wo die Türen so sind. Ja, gut. Auch das hier, ne? Bremsen ist wahrscheinlich rückwärts, genau. Notbremse? Naja, gut. Drücke. Du kannst A drücken, um von der Beschleunigung zu sanft ausrollen überzugehen. Ach so, also ich roll jetzt und dann drücke ich A und dann rollt der Rubel. Ah, okay. Ich weiß nicht, wer sich die Steuerung ausgedacht hat. Wäre es nicht wirklich leichter gewesen? Wir wissen es nicht. Also mit den Grafikeinstellungen muss ich auf jeden Fall nochmal rangehen.
Das wird auch noch kommen. Und auch hier, guckt euch das an, ne? Also das Verpixelte. Das habe ich schon mal gehabt. Aber das kann jetzt auch wirklich an der niedrigen Auflösung liegen. Müssen wir mal schauen. So. Zu früh gebremst, ja. Ja, moin. Dann lassen Sie mal die Leute alle rein. Wo kommen denn so viele Fahrgäste auf einmal her? Sind jetzt alle drin? So, M, um die Türen zu schließen. Tür verriegeln. Aus. Also erstmal geht das da schon mit los. Machen die Türen jetzt eigentlich zu oder nicht? Nächster Halt, Eichenweg. Sehr freundlich. Geht der nicht wieder aus? Aber mit dem Laggen der Grafik, da müssen wir auf jeden Fall noch was dran rumfummeln. Boah, und... Ja, das ist das Problem, ne? Also man hat ja immer das Bedürfnis, wie TSW zu arbeiten. Das heißt, Taste A wäre beschleunigen, D ist bremsen. Und jetzt ist hier W. Also, Steuerung muss ich mir auf jeden Fall umstellen. Also, finde ich schon krass, ne? Weil das Spiel wird ja auch von DTG entwickelt. Dass man dann nicht einfach wirklich die gleiche Steuerung aus TSW übernommen hat, so gut es geht. Jetzt wird das der M, ne? Ich muss noch einen Blinker setzen, oder nicht? Ah, ne, ich fahre geradeaus. Ich fahre geradeaus. Nächster Halt, Lauritorstraße. Wieso darf ich... Hier steht da 50. Also, ja, hier wäre 50, okay. Aber was ich gut finde, hä? Wenn ich an der Station vorbeifahre, sagt er einfach nö, ist nicht. Nächster Halt, Sonnengasse. Hat die nicht gerade einen anderen Namen gehabt? Ja, wieder das J, ne? Thank you.
Nächster Halt, Sonnengasse. Ah ja. Anführung abgeschlossen. Wie gesagt, zur realistischen Fahrzeugkontrolle. Keine Systeme sind automatisiert, geeignet für Erfahrene. Leichenscheinbeleuchtung. Ach komm, wir machen natürlich das komplette Programm. Fülle die Aufgaben. Arkaden! Ach, das kennt man doch. Wisst ihr auch woher? Call of Duty. So, gut. Die Grafikeinstellung müssen wir nochmal rangehen. Aber jetzt haben wir die Einführung zumindest schon mal fertig. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier schon mal unseren Cut rein. Ist halt eine kurze Folge, die Einführung. Der erste Spielstart. Mal gucken, was kommt. Also mit dem Video am Anfang finde ich cool gemacht. Die Synchronstimme gefällt mir nicht. Ist aber Geschmackssache. Aber die Grundidee dahinter finde ich schon mal gut. Und jetzt sind wir... Ja, lass uns die Grundlagen... Ja, kann ich wohl so gerade eben lesen. Ja, ja, ja. Ampel kriege ich hin. Aber cool, dass sie... mir hier alles anzeigt. Mein Gott. Also die Steuerung, da muss ich nochmal ran. Da, also die ist... ist halt eine Notbremse. Wir sind immer noch im Tutorial. Aha. So, Ankreuzung ist auch logisch. Das ist auch klar, ja. Verstanden. Spannendere Frage ist halt. Keinen Spiegel? Wieso habe ich keinen linken Außenspiegel? Ich will aber einen linken Außenspiegel haben. Gelb Dreieck. Ja, das ist wie bei der Eisenbahn, ne? Genau. Ja, Vorsignal. Dann wahrscheinlich haben wir jetzt gleich irgendwo. Sollte es langsamer werden. Aha, dann sind die gelb und nicht weiß hinterlegt. E ist Ende. Ja, ist also eigentlich vom Prinzip her gleichen Signale wie bei der Eisenbahn. Jetzt habe ich die Notbremse gedrückt, das wollte ich natürlich nicht. So, jetzt fahren wir 20, ja. Nächster Halt, Eichenweg. Fahrtende. Bitte aussteigen. Ab hier muss ich 20 fahren, ne? Will er mich jetzt veräppeln? So, jetzt habe ich eine 20er. Verlangsame auf 20, ist richtig. Ah ja. So, kommt jetzt Ende, dann dürfen wir wieder 50 fahren, ne? So, hier müssen wir jetzt eh halten.
So, haben wir es jetzt geschafft. Jetzt weiß ich zwar immer noch nicht, wie ich Signale ändern und so weiter. Karrieremodus. Im Karrieremodus übernimmst du die Leitung eines aufstrebenden eines Straßenbahnunternehmens. Das ist komplett neuer Aufbausplan. Die Strecken verwalte deine Betriebsressourcen, wirke am Tagesgeschäft mit. Kann ich jetzt meine Auflösung endlich hochschrauben? Hä? Was soll das denn? Nee, ich kann sie nicht anwählen. Fenster geht bis 1682. Was soll das denn? Vollbildfenstermodus, ja. Den haben wir jetzt aber anscheinend. V-Synchronisierung aus, ja. Aber machen wir mal auf 70. Den Rest machen wir hoch. Sichtweite machen wir auf Mittel. Danach war. Das machen wir auch mal auf Mittel. Ich habe keine Ahnung. Spiegelleistung. Ihr steuert, wie oft die Spiegelung gerendert wird. Das Rendern. Bei dem. Ja, tief aus. Nicht rendern, Spiegelung bei jedem Bild. Machen wir pro Bild. So, ich sage jetzt müsste es flüssig gehen. So. Nein, abbrechen. Ich will jetzt eigentlich wieder in die Karriere gehen. Mein Profil. Jonas Bowser. Level 1. Willkommen in Betriebsübersicht. In diesem Menü kannst du deinen gesamten Betrieb verwalten. So. Betriebsdetails kannst du deinem Betrieb deine persönliche Note verleihen. Okay. Fahrpläne bearbeiten kannst du. Ja. Übersicht zufrieden. Aha. Die allgemeine Zufriedenheit zeigt an, bla 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 bla. Ich muss natürlich auch ein bisschen Überblick behalten. Erreicht halt Erfahrungspunkte. Wir werden es dann sehen. Ich klicke mich da einfach rein. Gut ist. So, also wir haben jetzt eine Linie. Gehen wir mal Linie 1. Weiter. Weiter. Ja, ist mir egal. So, also ich habe jetzt Linie 1. Du kannst deine Linie. Okay. Um eine Linie zu erstellen. So, jetzt haben wir Hauptbahnhof. Könnten natürlich auch noch weiterfahren. Wenn das jetzt nächster Schritt. Wähle und entferne Haltestellen, um deine Linie zu bearbeiten, ne? 20, 20, 20, 20, ja. Minus 20. Ja. Aha. Ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Das interessiert mich jetzt nicht. Mir ist da zu viel zu lesen, Leute. Das müsste man mit dem Tutorial mal eben ganz easy fix machen. Und nicht hier. Ich meine, cool, was man so machen kann anscheinend. Na? Aber hab ich jetzt ist schon wieder viel Aufwand und das ist natürlich ein bisschen schlecht. Erklärt. Startzeit 7 Uhr, Endzeit, Intervall 15 Minuten. Da kann man sagen, wo? Okay. Aha, mit Fahrplan, mit allem drum und dran. Jetzt kommen wir als nächstes zu den Fahrzeugen.
Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Bla bla bla. Markt. Markt kann ich mir bestimmt neue Straße. Weiter. Kann ich mir sowas kaufen, ne? Weiter. Gesperrt. Nicht genügend. Ach so. Ich habe nur Fahrzeugplätze. Okay. Gut. Dann haben wir eine davon. Erforderliche Fahrzeuge 2. Haben jetzt nichts gemacht, aber ist okay. Dann könnte ich noch die Farben mir auswählen, wie das Ding aussieht. Speichern. Liniename 1. Kurzname. Ja. Weiter. Perfekt. Jetzt sind wir da. Jetzt könnte ich Linie speichern verlassen. Und Spiel starten. Mal gucken, was jetzt passiert. Tramau, Lackierung blau. Ach so, ich könnte jetzt natürlich in der Rot-Gelb-Smaragd, das kann man noch freischalten, auch cool. Ja, Stehplatz, perfekt. Hier könnte man dann die Fahrzeuge auswählen, ja. Was passiert unter Q? Ah. Drücken wir mal Eskappe. So, gut. Wir haben das auf jeden Fall so, wie es war. Drücken wir einfach mal Fahrt starten. Oder warte mal, Post. Willkommen im Team. Glückwunsch zur bestandenen Fahrschulprüfung. Bla bla bla. Ist mir egal. Okay, Belohnung. Ja. So. Zu der Voraussetzung würde ich sagen, fangen wir jetzt gleich eine Fahrt an. Nur ich mache mal eben kurz einen kleinen Cut hier rein, weil ich musste mal eben kurz zur Toilette und dann fahren wir eine ohne Straßenbahn und dann haben wir uns die Folge wirklich verdient gehabt. Ja, bis gleich. So, sagen wir einfach mal Fahrt starten und mal gucken, was passiert. Fahrzeug wählen. Ja, Linie 1, Linie 3. Wie weit ist denn hier welche? Ach, da unten haben wir auch eine Linie. Wir haben die beiden aktuell. Der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 halten. Die hat 3. Das ist alles gleich. Aber wir machen mal die 1. An der ersten am freien Platz. Ja, bleibt ja nichts anderes übrig. Fahrplanzeiten. Machen wir mal. Wisst ihr, Leute, ich glaube, wir fangen ja früh an. Machen wir Hauptverkehrszeit, das ist ja so. Müsste eigentlich, ja, machen wir 7 Uhr. Wir müssten eigentlich noch einen um 6 Uhr losschicken. Ne, Hauptverkehrszeit wird ja, ich schätze mal, eher so 8 Uhr rum sein oder halb 8. Machen wir 7.45 Uhr. Vorbereitungszeit bereit zum Fahren in der Kabine. Spiel starten. Ich habe keine Ahnung. Gucken wir uns einfach mal an. Elisabeth Freimuths Reiterdenkmal von Wilhelm von Falkenstein ist eine Hommage an ihr Talent und ihre Standhaftigkeit und markiert einen entscheidenden Moment ihrer Karriere und in der Geschichte Tram aus. Ja. Ich frage mich nur, an welcher Ortschaft Tramau orientiert sein soll. Aber wir werden es sehen. Ich denke auch, dass die Karte relativ klein ist, ne? Aber wir werden es jetzt echt mal sehen, weil je nachdem, wie lange wir jetzt für die Tour brauchen. Ja. Ich hoffe nicht allzu lang. Und ich hoffe, es läuft jetzt flüssig und wir haben eine vernünftige Grafik. Die Grafik ist vernünftig. Wie war das der ersten Ansicht? Ja, sie ist da. Das sieht doch schon mal gut aus. Haben wir noch andere Tasten hier so? Okay, da haben wir. Na gut, wir gehen in die Innenansicht erstmal, sagen jetzt J. Was kann man hier so rumfummeln? Wir haben Richtungswender, ne? Richtungsschalter, wir haben Zentralschlüssel, rechts drehen, halten, einstecken, entfernen, links drehen. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Das ist ja schon wieder so typisch, ne? Kann man denn lesen? Luftleistung, Fahrerstand, Spiegeleinstellung. Kann ich auch nicht rumspielen. Den kann man nicht nutzen. Das kann man nicht machen. Das kann man nicht rumspielen. Heben, senken, ja.
Diagnoseanzeige, keine Ahnung, was ich damit soll. Ah, da habe ich einen Totmannschalter drauf, das ist meine SIFA. Kabinenlicht an Scheinmalzen können wir ausmachen. Ja. Fahrgastraumbeleuchtung an. Scheinwerfer. Wenn ich den auf Automatik. Das ist Taste F. Ja. Federspeicherbremse. Achso, das ist gar nicht. Türen schließen. Notausgang nicht funktioniert, das ist auch mal sehr gut. Zweiter Notausgang nicht funktioniert. Nächster Halt, Baumannstraße. Ja, gut. Wir fahren mal. Wo ist denn unsere Uhr hier drin? Also, man muss so Gas geben. Wir fahren jetzt über eine rote. Und wir sind über rot gefahren. Und. Ja! Nächster Halt. Kaiserpark. Die rote Ampel war egal. Kaiserpark. Wäre dann jetzt hier, ne? Ampel ignoriert? Hä? Achso, hat er jetzt geschnallt. Gut. Wie kann ich denn die Weichen jetzt ändern? Interagieren. Jetzt stellt er. Ich will weich rechts. Außen, innen. Okay. Aha. Was habe ich jetzt gemacht? Setz dich hin. Wieso bin ich hier überhaupt raus? So. Nächster Halt, Ringenstein. Nächster Halt, Ober. Nächster Halt, Kaiserpark. Was haben wir denn da jetzt?
Jetzt haben die ganze Ampel kurz zugemacht hier im Hauptverkehr, ne? Aber. Eieiei. Ich bin ein bisschen überfordert gerade, aber ist okay. Kaiserpark. Zentralschlüssel, Licht, was haben wir da noch? Fahnenblinker, ach Gottchen, allen möglichen Kram hier. So. Hab doch zugemacht. Muss ich die gedrückt halten? Ja. Oberer Ring. Muss ich geradeaus? Ich habe keine Ahnung. Woher weiß ich denn, wo ich jetzt hin muss? Heißt ja halt nichts. Habe ich irgendwo eine Karte oder so? Fernlicht haben wir auch, okay. Nächster Halt, Ringensteinstraße. Ich hoffe, wir sind auf der richtigen Straße hier. Ach ja, ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich hier bin. Ich kenne mich hier null aus. Beste Voraussetzung. Gut, es ist schon wieder ein bisschen am Lecken hier, ne? Sind wir jetzt richtig oder falsch? So, oh, wir sind Level 2 und ich habe immer noch keinen Plan von dem, was ich hier mache. Nächster Halt, Hauptbahnhof West. Das scheint wohl irgendwie doch zu funktionieren. Ob wir jetzt hier richtig sind oder nicht, ich habe keinen blassen Schimmer. Kann man Leute plattfahren? Ich hoffe nicht.
Achso, jetzt zeigt man auch die roten Ampeln an. Die man hat. Okay. Na ja, gut, wir lassen es so. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Fahrtende. Bitte aussteigen. Sagt er mir 20, ist egal. Wir sind ja noch geradeaus. So. Fahren wir jetzt in den Hauptbahnhof rein, ja. So, was halt auch auffällt, die Fenster sind hier natürlich schöner gemacht als sonst. Wenn wir jetzt in die F3-Ansicht war das, ne? F4? F5? Habe ich irgendwo eine frei rumfliegende Ansicht? Da gibt es ein Büffelchen oder so. Mhm. Ist auf jeden Fall interessant. Hier halten oder wo? Ja, wahrscheinlich hier. So. Wenn die Türen noch offen sind. So. Bahnhof West. Interessant. Nächster Halt, Hauptbahnhof West. Wir haben gedreht. Okay, geht. Aber schön auch, dass die Kirche läutet. So ein bisschen Verkehr. Ja, nicht viel, aber so ein bisschen, ne? Oh, mit der fetten Talent. Fetten Talent.
Ach, Doppelstockzüge fahren hier auch. 182. Eieiei, das lohnt sich ja sogar richtig. Das CSW-Modelle sind, wer weiß. Ah, ICE-3 haben wir auch noch am Start. Ey, das lohnt sich ja wirklich hier. Trainspotten an der Brücke. Ja, die Animationen haben sie schon schön hinbekommen, ja. Nächster Halt, Ringensteinstraße. So ein schöner Bahnhof, ne? Ah. Ah, ich habe zumindest die Hupe gefunden. Okay. Mit Shift. Okay, haben wir halt auch. Wir gehen jetzt hier drauf. Wir dürfen immer noch nicht. Wir müssen vielleicht ein Meterchen vorfahren. Was ist das denn? Ein Auto darf rüber? Na ja, gut. Oh, wir sind schon Level 3. Ja, alles in allem hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video gefällt. Wenn ja, gebt dem Ganzen mal einen Daumen nach oben. Wenn nein, tut es trotzdem. Wir müssen euch irgendwann mal links abbiegen. Haben wir Fahrt? Wir haben Fahrt, ja. Da kommt uns eine Straßenbahn entgegen. Ich habe das Gefühl, dass wir falsch abgebogen sind, Leute. Aber nee, ist richtig, ist richtig. So. Wie geht's? Ich hab endlich meine Pfeife gefunden. Das Wichtigste überhaupt. Nächster Halt, oberer Ring. Aber hier haben wir mal moderne Autos. Eigentlich kann man die Modelle doch auch ein TSW übernehmen, oder nicht? Das müsste doch... Ist das nicht die gleiche Grafik-Engine? Ich denke mal, das ist die gleiche Grafik-Engine, oder? Was meint ihr? Ist das hier auch ein Unreal 4, oder... So. Gut. Die Fahrgäste sitzen auf dem Dach. Warum nicht? Das macht man so. Kaisermark. Wo ist denn der Kaisermark? Wo müssen wir denn da hin? Er sagt links, ne?
Work in progress. Nächster ja. Halt, Kaiserpark. Ja. Gut zu wissen. Also ich sag mal so, ist wirklich eine schöne Stadt soweit geworden. Ein bisschen leer. Ich verstehe nicht, warum alles so am Lecken ist, ne? Aber ansonsten. Und die Steuerung ist halt bescheiden, ey. Nimm doch einfach die Tastenbelegung aus TSW. Das würde uns so viel erleichtern. Das sind so die einzigen Punkte, die ich jetzt gerade habe. Was ich gut finde, ist, dass wir moderne Verkehrsmodelle am Start haben. In dem Fall ja diesen Honda Schlag mich tot ohne Außenspiegel. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Müssen wir schnell genug sein, bevor wir Rot kriegen. Nächster Halt, Baumannstraße. Ja, und jetzt ist die spannende Frage. Können wir entgleisen? Was meint ihr? Mal gucken, was passiert. Ich gebe jetzt mal Vollgas. Ich ziehe durch. Bis zum Ende. Ob wir entgleisen. F2. Haltestelle verfehlt. Nächster Halt, Freimutplatz. Mit 60 um die Schaffung. Fahrtende. Bitte aussteigen. Ich krieg den Hobel aber nicht zum Entgleisen, ne? 80, 70, immer, das Ding muss eigentlich langsam umkippen, oder? Nächster Halt, Baumannstraße. Nein, er kippt nicht um. Haben mittlerweile 70 Sachen drauf. Boah, er wird schlecht von dem Ding. Nächster Halt, also, Kaiserpark. Wenn euch schlecht wird, es tut mir leid. Aber wir werden das nochmal in Ruhe spielen, ne? Weil jetzt noch erstmal anspielen. So. Und dann kann man so den ganzen Tag hier im Kreis fahren. Nächster Halt, Oberer Ring. Mit 70 Sachen, das ist Vollgas. Nächster Halt, Ringensteinstraße. Wäre jetzt ja echt spannend, was passiert. Wenn wir da einfach mal ein Auto vor uns haben oder so. Ja, zu schnell ist richtig, aber ich würde ja gerne mal entgleisen. Der hat angehalten. Und dann rechtzeitig. Was ist das denn? Ich muss mit einem Auto zusammengestoßen. Nächster Halt, Hauptbahnhof West. Okay, das passiert also, wenn man mit einem Auto zusammenstößt. Versuchen wir nochmal. Diesmal gucken wir uns mal die Ansicht von innen an. Also sprich F1. Ich will das nochmal sehen. Also entgleisen ist schon mal nicht möglich. So. Da probieren wir jetzt nochmal. Also einmal mit Vollgas von innen. Oder können wir... Warte mal, Einstellungen. Gameplay und HUD. Steuerung... Ja, Steuerung können wir noch ändern. HUD-Skalierung. Ja, das ist erstmal egal. Totmann aus Entgleisen ein. Änderung annehmen. Mal gucken, jetzt können wir entgleisen. Straßenbahn ist entgleist. Es wird mir nicht angezeigt. Wir sind einfach... Wir hält dann einfach an. Okay, das ist schade. So ein richtiges Entgleisen ist also nicht Nächster möglich. Halt, Hauptbahnhof. Fahrtende. Bitte aussteigen. Gut. Richtiges Entgleisen ist nicht möglich. Jetzt wird wieder scharfe Linkskurve kommen und wir werden wieder entgleisen, ne? Ja,
Okay, das ist natürlich mal doof. Ja, gut. Wie ist das, wenn ich jetzt hier dann rumspiele? Nix. Hebel auch, also es wird, ist auch nicht animiert. Das Mannequin da drin. Ja. Gut. Schade eigentlich. Ich würde mir schon wünschen, wenn wir. Mal gucken, was passiert denn, wenn ich jetzt hier an der Straßenbahn ramme? Und zwar Vollgas. Der sagt vorher schon, du bist mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Ach, dann spawnt die einfach weg. Okay, gut. Wie auch immer. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen mal einen Daumen nach oben. Wenn nein, tut's trotzdem gerne auch mal ein Abo da lassen. Und schreibt mal eure Meinung zu dem Spiel hier. Würde mich echt mal interessieren. Ich meine, 30 € für den Early Access finde ich jetzt schon happig. Oder 40, ne? Ja, aber so allgemein. Wie ist eure Meinung zu dem Ding? Sollen wir da nochmal ein paar Aufgaben zu machen in Zukunft oder nicht? Würde mich mal interessieren. So. Plan zur Erweiterung des Südrings. Erstelle eine Straßenbahnlinie. Aha, okay. Aber das sind so Sachen, das können wir in Zukunft machen. Ich meine, ich werde das sowieso nochmal neu anspielen, wenn wir das als Story machen sollten. Schreibt es mal in die Kommentare. Wie ist eure Meinung dazu? Würde mich mal interessieren. So, und damit verabschiede ich mich von euch und wünsche euch was. Bis dahin, euer Bauer sein. Tschüss.